Hi und herzlich willkommen zu Trackmania Turbo. Wir spielen heute das erste Mal Trackmania Turbo mit Zuma zusammen. Hi. Genau, moin. Hi. What, die Map kenne ich sogar. Die habt ihr mal gespielt, du mit Batschi zusammen, genau. Genau. Und ich flieg ernsthaft vorbei. Okay. Boah, da weiß ich jetzt sogar, wo ich langfahren muss jetzt. Schön beim Daumen lang gerockt. Ja. Aber beide. Oh. War ganz cool. Ja, ein neues Gesicht hier auf dem Kanal. Ne? Ja, und genau, bei mir auch. Oh, ich bin Erster. Cool. Ja, weil es geschafft hast, als Erster. Ja, es sind 6 andere auch noch im Ziel. Aber ab, bis ich im Ziel bin, nein. Ja. Ja, und ich denke mal, vielleicht werden wir jetzt öfters was zusammen aufnehmen, ne? Ja, klar. Auf jeden Fall Trackmania haben wir auch noch ein paar andere Leute, die heute keine Zeit hatten für diese kleine Aufnahmesession. Genau. Durch 3 Folgen wird er jetzt die 2 gleichen Spackos hier haben und dann kommen neue dazu. Ey, 4. Ich bin immer noch 2. Das wird eng. Die erste Runde war so perfekt. Ja, ich sag ja, die erste Runde. Ja. Die wird immer. Na hopp. Flieg ins Ziel. Wow. Ja, immer noch 2. Okay. Trotzdem. 6. immer noch. Ich flieg immer oben ans Schild, am Finish-Schild dran. Echt? So schnell bin ich gar nicht. Ich flieg zu weit, ey. Aber überhaupt nicht. Wow. Nein, ich bin 3. Langsam geht's runter. Ja, lange Zeit. Meistens. Die Franzosen sind dann doch zu krass. Ja, stimmt. Der 2. Platz ist ein Franzose. Sag ich ja. Ja. Ja, man muss doch. Nachts ist das recht interessant zu spielen, Trackmania, wenn man mal nachts spielt. Warum? Man hat noch mal Chancen generell, weil die ganzen Franzosen schlafen sind. Achso. Ja, okay. Das ist echt enorm schwer. Den perfekten Turn habe ich nicht hingekriegt hier irgendwie. Ah, ich 2-mal, aber irgendwie schaffe ich gerade den Looping immer richtig gescheit. Ich komme da schlecht raus, hat da zu wenig Geschwindigkeit. Ja, ich fliege schon beim oben beim Looping schon runter irgendwie. Aber mega knapp, ey, da vorne auf jeden Fall. Ich muss 100% sitzen. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Fliegst du mit Tastatur oder mit Gamepad? Mit Gamepad. Okay. Oh nein, jetzt flieg ich. Oh, das war so gut und ich flieg voll weit nach links. Ach, verdammt, ey. Schön daneben. Ja. Ah. So. Nein, ich bin schon 4. Nein. 5. Oh, jetzt werden sie alle warm. Also noch ein bisschen Zeit zum Glück. Jetzt aber Mann, ich komm auf diese Kante nach dem Looping. Oh nein, ich treffe wieder das Schild oben. Aber immer noch 5. Oh, schade. Den perfekten Turn habe ich noch nicht hier. Komm mal bescheiden aus dem Looping raus. Ja, das fliegt man irgendwie voll komisch runter. Ja. Das war zu schräg. Oh oh, oh. Vielleicht jetzt, guck mal. Oh nein, das treffe ich doch nicht. Zu langsam, oder? Ja, aber viel zu langsam. Oh, 11. Ha, aber geht. Für die erste Runde ist das okay. Ja, 6. ist auch gut für die erste Runde. Oh, jetzt. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass wir so weit vorne sind, weil hier spielt fast. Echt? Also fast nur gute Leute drauf. Ja. Oh ja. Sind sie vielleicht alle erst aufgestanden oder so? Alles klar, alles klar. Da ist doch dieses Dach im Ziel. Ja. Genau davor. Oh je. Bis dahin war die Zeit ganz gut. Naja. Gleich die erste Map schon wieder um. Was machst du sonst noch so auf deinem Kanal außer Trackmania jetzt? Ich bin übers Ziel geflogen. Ich hatte jetzt eine kurze Pause so mit Let's Plays. Ich hatte jetzt in letzter Zeit für Black Desert habe ich Tutorials erstellt. Okay, ist das so ein Game? Kenn ich nicht. Ist ein MMO. Okay. So aus Japan, aber das ist richtig geiler, mit richtig geiler Grafik. Und es kostet zwar was, aber es ist nicht so pay to win, also das hat noch einen Item-Shop, also ist eigentlich gut gemacht.
Weil die meisten Free-to-Play-MMOs, da muss man ja bezahlen ohne Ende. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Irgendwie werden die schon ihr Geld machen auf jeden Fall. Ja, genau. Ganz oft so leider, weil auch so bei kostenlosen Handyspielen und so weiter, die machen mit Schotter. Das ist brutal. So, hängen wir noch eine zweite Map dran. Ja, auf jeden Fall. Eine Map gefällt mir natürlich, die können wir eigentlich. Ja, die ist echt cool. Was habe ich noch so? Rocket League habe ich gespielt. Okay. Ach, TTT wollte ich unbedingt spielen mal. Kennst du vielleicht? Ja, klar. Ja, genau. Da habe ich auch nie eine Gruppe gefunden. Ja, das ist schwer. Wir hatten uns vorhin schon darüber unterhalten, dass es recht schwer ist, eine Aufnahmegruppe zu finden. Ja, das auch, ja. Aber bei TTT habe ich sogar vielleicht schon eine Idee. Ich kenne noch zwei, die das auch aufnehmen wollen. Echt? Das wäre richtig cool. Mann, wir haben schon mal vier. Ja. Auf die kann ich auch verlassen, das weiß ich. Okay, das hört sich gut an. Und dann habe ich damals schon viele Sachen aufgenommen. Ja. Oh, was ist das für eine Map? Erstmal gucken. Oh, ja, erstmal. Ach, die. Oh, nee. Drift des Todes. Okay, ja, ich sehe es. Oh Gott. Oh Gott. Ja, genau. Ich habe hier immer noch nicht den besten Weg gefunden. Es ist immer ein Mischmasch aus Banden, Kloppen und. Aber ohne Witz. Jetzt aber. Ach, dieser letzte. Gott. Diese letzte scharfe Kurve, Mann. Muss man da vielleicht ist abbremsen, übel. Nee, oder? Weiß ich nicht. Der eine fällt rückwärts, alles klar. Ja. Ich war mal wieder noch als Erster irgendwie. Ach du Scheiße. Ich kratze das einfach mal gegen. Ich glaube, das ist schneller als Bremsen. Oh, immerhin, 15er. Man kriegt diesen Drift halt nicht hin, ne? Finde ich. Ja, geht überhaupt nicht irgendwie. Den letzten. Oha, und man ist dann zu schnell dementsprechend. Da muss es irgendeinen besseren Weg geben. Okay. Aber ich weiß nicht welchen. Die ersten Kurven könnten wir schaffen im Drift, richtig gut. Die sind einfach, die sind easy, aber die letzte ist halt ein bisschen nervig. Okay. Ich habe die erste noch nicht mal richtig geschafft. Ach verdammt, ich stoß immer rechts an. Ach da, jawohl. 13. Du musst ungefähr auf Mitte des zweiten Boosts schon anfangen zu driften. Okay. Dann driftest du fast durch. Oh, das war zu früh. So grob. Passt aber auch gerade so. Also man denkt, man fährt irgendwo gegen, aber es passt. Okay. Fährst du ziemlich weit rechts, oder? Ja. Oh, ja, ich hab's voll gut geschafft. Immer noch 13. Das gibt's doch nicht. Ja, ich hol auf, 15. Kriegt man die Zeit nicht verbessert. Okay, die erste Kurve kriegen wir hin. 9. Doch nicht. 9. Jawohl, ich habe noch nie gebremst bei Trackmania. Wie geht denn das? Ja. Nee, B nicht. Gleich A? Hast du auch Controller? Ja, okay. Xbox, ja. Xbox One habe ich mir jetzt geholt. Ich glaube, hinten links der Stick hinten, oder? Also LB oder wie er heißt. Ja, da bremst man. Ah, toll, jetzt habe ich gebremst. Das war jetzt auch gut. Nice. So. Hier hin. Ja, ich weiß nicht, wie das geht, Alter. Ich weiß echt nicht, wie die letzte Kurve geht. Ich glaube, da brauchst du einfach nur Glück. der erste ist aber auch nur eine halbe Sekunde besser als wir. Ja, eben. Und da hat er einmal weniger gerammt wie wir wahrscheinlich. Das ist es. Gucken. Noch mal ein bisschen Zeit, das Ding da irgendwie zu drehen. Oh, 21. Und wir haben alle den Dreh raus, außer wir jetzt gerade. 7. Mann, jawohl. Nein. Ich hab nichts angeditscht. Ich fass es nicht. Nichts angeditscht. Gar nichts. Oh. Wie bist du jetzt bei der letzten Kurve rum? Einfach, ich bin einfach gebremst. Oh, okay. Ein bisschen zu schnell. Also bremsen muss man anscheinend schon. Ja. Aber keine Ahnung wann, das weiß ich noch nicht. Ey, ich komme einfach nicht mehr höher. Na, noch 7. 12-02, Alter, der 11-47 hat der. Echt? Oh.
Ja, ja. Ach du Scheiße. Bin schon meine 12.02 mega gut, Mann. Ja, die driften da schon fast um die nächste, also um die letzte Kurve driften sie noch mit dem gleichen Drift rum. Echt? Ja, hab ich gerade gesehen. Heftig. Krank, krank, krank. Uha, uha, so. Neunter, na egal, es geht. Boah. Ich bin 22. Hey. Doofe Kurve, hey. Ich habe meine Zeit nicht verbessert. Ja. Ich fahre jetzt mal so zwischen 3 und 12.5. Ja, Zeit ist jetzt aber eh vorbei. Aber die Map ist zu Ende. Verdammt. Ja. Und ich glaube, die Folge ist zu Ende, ne? Ja, genau. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, genau. Ciao. Ciao.